Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, genau, ihr seht schon, Banished. Darkmaster Z ist nebenbei dabei. Ja, ich habe mir jetzt was Dummes passiert. Die Sprachaufnahme wurde nicht mit aufgenommen. Das heißt, ich mache jetzt alles nachkommentieren. Ja, ich habe schon mal ausgetestet das Spiel. Wir spielen jetzt einfach mit den Einstellungen. Wir nennen die Start Let's Play. Und ja, lasst euch überraschen, was heute alles so passiert. Wenn wir später weiter, wie heißt es ja, wenn wir das schaffen, dieses relativ weit, können wir es ja schwerer einstellen. Und da beginnt das Spiel auch schon. So, sag mal, so Z kann jetzt auch mal eher reden. Das war gerade die Einleitung. Ja, also Banished ist für. Ja, nee, also Banished ist ein Spiel für die, es nicht wissen, was so ein bisschen wie die Siedler, SimCity oder Tropico 5 ist. Ja, da mache ich jetzt erst ein Essensfeld, was ganz wichtig ist. Also ist relativ geil, also gut, weil man hat am Anfang irgendwie 5 oder 10 Leute und da muss man halt eine ganze Stadt ausbauen. Ich bin natürlich in einer scheiß Skin gespawnt, aber ja. Ich habe das gestern schon mal angetestet, das Spiel, ja. Ich habe es voll weit geschafft, bloß ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ein Lagerhaus zu wenig gebaut. Und aufgrund dieses Fehlers hatte ich denn zu wenig Nahrung. Ja, hatte ich erst zu viel Nahrung. Weshalb 2 Jahre lang das Feld nicht abgebaut wurde, weil da noch Körbe drauf standen. In der Zeit hatte ich aber denn, wie heißt das, Geld gespart. Ja, also genug Leute wieder, dass sie das Lagerhaus ruckzuck geleert haben. Und ich nicht genug Nahrung produziert habe, weshalb mir dann etliche weggestorben sind, weshalb ich dann nicht mehr genug Leute hatte für die ganzen Arbeiten, weshalb mein Dorf gescheitert ist. Deswegen habe ich dann auch gleich ein zweites Lager gebaut. Ja. Kronk hat das Spiel ja auch Let's Played. Ja. Ab und zu mal. Am Anfang habe ich ganz Kronk geguckt, aber so nach 100, 200, 300 Folgen Let's Play Minecraft wurde es langweilig. Schnell Bauern einzufügen mit dem Tool. Ja. Ja, stimmt. Minecraft natürlich ausgenommen. Muss mir zustimmen, oder? Ja. Ach ja, ich wollte, da wir jetzt. Ja, da wir jetzt deren Audio, also nachkommentieren, kann ich ja was ansprechen. Es wird bald ein großes Minecraft-Projekt geben, wo ihr auch mitmachen könnt. Genau. Das Projekt heißt Minecraft Jungle. Hat auch eine Google Plus Community. Da könnt ihr beitreten, wenn ihr da mitmachen wollt. Voraussetzungen sind. Ihr werdet. Ja, also Voraussetzungen sind. Kann ich gleich mal vorlesen, habe ich geschrieben. Man muss über 13 Jahre alt sein. Und einen Minecraft-Account haben, also einen gekauften Minecraft haben. Man muss Mikrofon und Kopfhörer haben, natürlich, und TS3, damit man sich mit den anderen unterhalten kann und das organisatorisch auch abgeklärt werden kann. Das Skype-Config wird es wahrscheinlich geben, wenn wir es nicht über das Community regeln. Ja, du brauchst einen PC, der halt Modpacks auch verträgt, damit du nicht im Nachteil bist, weil die anderen zu schnell schlagen oder so. Vor dem Technik-Launcher, weil da wird das Modpack ist da drin erstellt worden. Und du musst halt auch die Zeit und die Lust dazu haben, teilzunehmen. In diesem Projekt geht es halt darum, es gibt mindestens 2 Teams mit ca. 15 bis 25 Spielern, je Team. Und sie bekämpfen sich halt gegeneinander. Nicht immer nur mit PvP, sondern auch im Wettkämpfen, wie wer das schönste Haus baut und so weiter. Ja, wir haben halt extra Modpack hinzugefügt. Es wird auch einen Server geben. Wir bauen die Map gerade schon. Da werden es auch beginnen.
Die Teams, ja, wie heißt es? Die Teams werden per Zufallsgenerator ausgelost. Und in der Map halt wird in einem Dschungel begonnen. Und ja, wie viele Biome dann erkundet werden, hängt ja von uns ab. Da gibt es auch geile Mods drin, wie den Portal-Gun-Mod, kann ich ja mal so anschnallen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr einfach auf die Google Plus Community joinen. Des Weiteren sind wir gerade dabei, einen Minecraft-Server zu bauen mit der Community Minecraft International. Wenn der fertig ist, werde ich es auch nochmal sagen. Da könnt ihr dann auch drauf joinen. Und ja. Nicht wundern, wenn Ben schon lange Zeit nicht kommt. Es wird jetzt eine zweite Folge jetzt irgendeinen der nächsten Tage kommen. Als zweite Folge. Aber dann nehme ich auch im Voraus auf, damit ja ich ein bisschen was habe. Bisschen Zeit habe, wieder aufzunehmen. Nicht, nimmt, dass ich doch keine Folge komme, weil ich es verpasst habe. Weil momentan kommt das in Night of the Doctor. Bist du ja sicher. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Projekt bis jetzt findet. Yep. Das Projekt wurde schon vor 2 Monaten fertig aufgenommen. Gibt ungefähr 28 Folgen, glaube ich, waren es. Oder 23 nur. Danach wurde mir die Server halt gecrashed und deswegen. Also, ja. Crash und keine Daten mehr drauf. Deswegen bisschen schlecht. Ja. Was? Wie Ausnahme. Ja, Ausnahme bestätigen die Regeln. Alter kann man auch Ausnahme machen. Ach, du bist ja noch nicht 13 oder wie? Ja, ist Ausnahme. Yep. Komisch. Warte, geh mal auf meine Google Plus Seite einfach. Einfach Let's Play Bar. Ne? Teile sie da nämlich gerade. Habt ihr ja gerade geteilt. Ja, wir haben hier schon ein schönes Dorf eingemacht. Im Frühling und im Sommer halt und im Herbst werden die Leute auf dem Feld eingesetzt, immer die wir brauchen. Und sonst halt auf dem Bau, damit es schnell im Bau vorangeht, weil da brauchen wir die ja da eh nicht. Ich glaube, ich habe die eben gerade ein bisschen schneller gemacht. Ich habe jetzt einen zweiten Bildschirm abgesehen davon. Ich sende dir mal den Link dazu, zu der Community. Sind da auch schon 83 Mitglieder. Ja. Ja, der Förster ist ja nicht ganz so optimal, aber naja, am Anfang kann man es halt nicht wirklich ändern, ne? Kann ja noch einen neuen Förster nachher einbauen. Das Dorf wird eh nach auf die andere Seite verlegt, denn annehmen. Er ist in 84, sehe ich gerade auch. Freunde einladen. App.
Und ja, da sehen wir mein. Das könnte Moke sein, und jemand von Moke auf jeden Fall. Lustig. Ja, der war eben gerade auch im Channel und hat mit uns schon geredet. Jep. Ah ja, ich wollte halt ansprechen, dass ich jetzt nicht nur Plugins versuche zu programmieren, sondern ich versuche jetzt in der nächsten Zeit mein Plugin zu. Ich meine, lustige Mod zu programmieren. Da wäre ja schon bei Kronk waren in der Folge. Und ja, auch langsam das Ende sich nähert, sehe ich ja. Noch 4 Minuten. Ich will einen Mod programmieren, wodurch 2 Mobs hinzugefügt werden sollen nur. Vielleicht ein paar Blöcke, die droppen oder so. Weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall soll es das Evil Chicken als Endboss geben, als neuen. Also wie der Wither oder der Ender Dragon von der Art her. Und das Evil Chicken hat halt eine übelst weite Verfolgungsrate. Es kann dich durch Höhlen teleportieren. Es kann dich mit Feuer bespucken. Es guckt ganz grimmig. Das kann, hat leuchtende Augenwürze haben in der Dunkelheit. Und ja, die Leben und so weiter, weiß ich jetzt noch nicht, wie viel ich das einrichten werde. 500 bis 1000 kann sein. Und ein weiteres, nämlich das Schwein Edgar. Kennt viele von Revi und so weiter. Und ja, Edgar heißt er. Und ja, Edgar, das Schwein, darauf soll man reiten können, schneller als auf dem Pferd. Soll, wenn man's, man soll es halt sehen können, wie ein Pferd halt. Und wenn man es gesehen hat, soll es alle, weiß nicht was, 20 Minuten ein Schweinefleisch droppen. Ein Schweinefleisch droppen halt. Ja, und Blöcke und so weiter, weiß ich noch nicht, ob ich da welche hinzugefüge. Und das Beste ist, ich weiß keine Erze oder so hinzufügen, neue komplett, sondern nur Sachen, die man dann craften kann. Diesen Mod wird es dann bei Minecraft The Jungle dabei geben. Geile Idee, oder? Also wenn, und den wird dann nur da drin geben. Das heißt, wenn ihr ihn euch runterladen wollt, müsst ihr bei Minecraft The Jungle mitmachen. Kleiner Ansporn, auch mitzumachen. Dann kann jetzt automatisch kann man sich den Mod auch runterziehen. Ist aber noch nicht drauf. Das Modpack kann man sich ja schon downloaden rein, trete ich. Ja, ich habe gerade ein bisschen pausiert gerade gehabt, um die umzupacken. Jetzt sage ich, dass bestimmte Erze abgebaut werden sollen, weil ja Mangel da ist. Und wir sind jetzt schon bei 13 Minuten 30. Das mache ich morgen, glaube ich, in meiner Freizeit. Noch eine Folge, ein, zwei Folgen Banished aufnehmen vielleicht und anfangen zu programmieren. Also werdet ihr euch schon bald auf die Mods gespannt machen können. Aber noch ein bisschen gedulden, ja. Das Plugin Programmieren pausiere ich mal ganz kurz, denn zumal ich schon lange jetzt gerade wirklich nicht programmiert habe. Apropos Programmieren. OpenHPI ist gerade zu Ende gegangen, OpenHPI. Auch wenn ich nicht viel programmiert, also die letzte Woche gar nicht programmiert habe, so gut wie. Gut. Ja, kann ich gleich. Denn. Und kann ich mir das holen?
bisschen komisch, noch nicht freigegeben heißt es. Aber ja, egal. Und damit beende ich auch die Folge und ciao.